Hallo liebe Gamers Global Leser, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Testvideo zu GTA 5. Auf dieses Spiel haben die Fans der Reihe schon lange gewartet und wollten endlich mal wieder in die Haut eines skurrilen Hauptcharakters schlüpfen. Rockstar Games lässt euch diesmal aber gleich in drei Rollen schlüpfen. What's the fucking plan? We got Floyd, alright? Now, Floyd, not the fuck, get out of here, alright? Da wäre zunächst einmal Michael, ein Mit-40er in einer kleinen Lebenskrise und natürlich ein Ex-Krimineller, der weder von seiner Frau noch von seinen Kindern besonders ernst genommen wird und sich deshalb ganz gerne mal ein Schnäpschen gönnt. Der zweite im Bunde ist der Afroamerikaner Franklin Clinton, der das N-Wort perfekt beherrscht. Und das F-Wort natürlich auch. Und das hier ist Kat hier. Wir meinen natürlich Trevor. Und bei dem, hat die Aggressionsbewältigungstherapie noch nicht so ganz angeschlagen. Burn, you disrespectful pricks! Die Wege der drei werden sich natürlich im Rahmen der Handlung irgendwann miteinander kreuzen und dann könnt ihr zwischen den Charakteren wechseln, allerdings nicht jederzeit. Aber schön ist dieser Wechsel hier in jedem Fall anzusehen und wird auch ganz gerne mit einer netten Zwischensequenz, wie ihr sie jetzt sehen werdet, eingeleitet. In den Missionen selbst könnt ihr allerdings nicht ganz frei zwischen den Charakteren wechseln, wie das zum Beispiel in dieser Mission hier ausnahmsweise mal der Fall ist. Stattdessen gibt euch das Spiel im Regelfall vor, wann ihr auf welchen Charakter zu wechseln habt. Zum Beispiel steuert einer gerade den Helikopter und ihr wechselt dann auf einen der Charaktere, um angreifende Hubschrauber mit einer Waffe aus dem Helikopter heraus unter Beschuss zu nehmen. Das klingt jetzt allerdings kritischer, als es wirklich gemeint ist, denn die Missionen profitieren eindeutig davon, dass ihr zwischen den Charakteren hin und her wechselt und eben miteinander kooperiert. Die drei Charaktere verfügen auch über verschiedene Fähigkeitenwerte, die ihr ähnlich wie in Skyrim nach dem Learning by Doing-Prinzip verbessert. Eure Statuswerte etwa für eure Flug- oder Schießkünste sind aber generell nie Voraussetzung dafür, um irgendwelche Missionen überhaupt annehmen zu können. Das gilt genauso auch für euren Wert im Bereich Spezialfähigkeit. Die hat nämlich jeder Charakter. Bei Michael ist das zum Beispiel dieser Konzentrationsmodus, der eben nur beim Laufen zur Verfügung steht, um bewegliche Ziele besser treffen zu können. Franklin wiederum steht ein ähnlicher Modus zur Verfügung, allerdings nur beim Fahren. Den könnt ihr, wie hier, einfach so in der Spielwelt einsetzen, um zum Beispiel eine Haftbombe an irgendein Auto zu werfen und sie dann aus sicherer Entfernung zu zünden. Ihr könnt euch aber auch sicherlich vorstellen, dass das innerhalb von Missionen ganz gut funktionieren kann. Trevors Spezialfähigkeit ist wiederum eine Art Rage-Modus, den er unter anderem auch in den Randale-Missionen einsetzt, die es nur für ihn gibt. Das sind quasi die Rampages, die er auch aus früheren Serienteilen bereits kennt. Als Schauplatz dient, wie schon im fünften Serienteil, der fiktive Bundesstaat San Andreas. Der ist riesig groß und kann von Beginn an frei von euch erkundet werden. Zu Beginn könnt ihr das allerdings nur mit dem Auto, Motorrad oder auch mit dem Boot tun, denn bevor ihr ein Flugzeug oder auch einen Helikopter besteigt, müsst ihr erst einen gewissen Fortschritt in der Handlung erreicht haben. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn auch wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, könnt ihr in der Welt, die aus Los Santos, aus Waldlandschaften, aus Wüste und Seenlandschaften besteht, so einiges entdecken. Bei den Missionen zeigt sich Rockstar North wieder ziemlich einfallsreich. Unter anderem müsst ihr hier zunächst mal einen Frachthubschrauber klauen und dann dieses kleine U-Boot hier zum Meer transportieren.
Was er genau mit dem U-Boot sucht, das wollen wir euch natürlich nicht verraten. Aber es zeigt auf jeden Fall ein neues Feature von GTA, nämlich die Unterwasserwelt. Die Qualität der Missionen ist aber auch deshalb so hoch, weil die Inszenierung so hervorragend gelungen ist. Immer wieder gibt es kleinere Skript-Events oder auch Zwischensequenzen, die das Ganze schön darstellen, ohne dass die Entwickler dabei übertreiben. Natürlich wird auf eurer Reise auch mächtig viel geballert und ihr müsst zum Beispiel hier Verfolger in Booten und auch in Helikoptern aus eurem eigenen Fluggefährt heraus erledigen. Und dabei gibt es auch wieder haufenweise unterhaltsame Rail-Sequenzen, wie zum Beispiel hier in diesem Fall, wo wir mit Trevor auf einem Flugzeugflügel liegen und dabei ein paar Biker aus dem Weg räumen. Und wie ihr hier sehen könnt, scheinen die Fans von Mr. T zu sein oder vielleicht auch einfach vom A-Team. Und natürlich werdet ihr auch viel Zeit im Auto verbringen, um die relativ langen Strecken zu den Missionszielen zurückzulegen. Alternativ könnt ihr euch aber auch oftmals mit dem Taxi dorthin chauffieren lassen. Auffällig bei den Kämpfen zu Fuß ist, dass das Deckungssystem eine deutlich höhere Bedeutung hat, als das noch im Vorgänger der Fall war. Denn wenn ihr zu schnell aus der Deckung herausgeht, kann es schnell passieren, dass euch eure Feinde über den Haufen schießen. Neben den normalen Story-Missionen, die ihr im Regelfall nur mit einem bestimmten Charakter annehmen könnt, gibt es auch noch die großen Raubzüge, die ihr mal zu zweit oder auch zu dritt im Voraus planen müsst. Dabei lässt euch das Spiel die Wahl zwischen zwei Lösungsvarianten, die sich deutlich unterschiedlich spielen. Neben eurer Entscheidung, welchen Lösungsweg ihr gehen wollt, müsst ihr auch noch eure Crewmitglieder festlegen, die einen bestimmten Anteil an der Beute abbekommen. Dabei handelt es sich nicht um spielbare Charaktere, aber ihr könnt damit dafür sorgen, dass sich eure Beute deutlich vergrößert oder eben hier mit einem relativ großen Anteil zu euren Mitstreitern übergeht. Habt ihr euch für eine der beiden Lösungsvarianten entschieden, müsst ihr noch die Einzelteile vorbereiten und zum Beispiel einen Transporter stehlen, mit dem ihr besser getarnt seid. In diesem Fall müssen wir zum Beispiel das Fahrzeug einer Schädlingsbekämpfungsfirma organisieren. Durch den Vordereingang würden wir leicht von den beiden anderen bemerkt werden, also kommen wir von hinten und knocken einfach hier den Angestellten aus. Solche Möglichkeiten habt ihr in den Missionen übrigens häufiger, wobei die Schleichvariante deutlich schwieriger ist als die Ballervariante. Schließlich folgt dann natürlich noch die Ausführung des eigentlichen Plans. Hier werfen wir zum Beispiel eine Granate mit Betäubungsgas in die Klimaanlage, damit die Angestellten eines Juweliers erstmal ein Nickerchen machen. Sobald Ruhe im Laden eingekehrt ist, dringen die anderen Komplizen in den Juwelierladen ein und haben dann nur ein begrenztes Zeitfenster, um die ganzen Vitrinen zu zerschlagen und Uhren und anderen Schmuck an sich zu reißen. Am Ende wartet natürlich, wie ihr euch das vorstellen könnt, immer eine heiße Fluchtphase. In diesem Fall hier haben wir uns für die Flucht mit Motorrädern quer durch die Stadt und hier durch diese Kanäle entschieden. Hang in there, boys. Während ihr wie hier in dieser Mission den Haufen von Polizisten eigentlich relativ locker entkommt, sieht das im eigentlichen Spiel manchmal ein bisschen anders aus.
denn die Cops verhalten sich in GTA 5 ein bisschen anders, als das in GTA 4 der Fall war. Es reicht nicht mehr, einfach mit Höchstgeschwindigkeit in irgendeine Richtung wegzubrausen und irgendwann die Fahndungssterne automatisch zu verlieren. Stattdessen müsst ihr zunächst davonfahren, bis eine Suche nach euch beginnt. Ihr müsst euch dann irgendwo verstecken, bis die Polizei endgültig die Suche nach euch einstellt. Das ist ein bisschen nervig, weil es selbst bei ein oder zwei Sternen relativ lange dauert, bis der Alarm wieder vorüber ist. Aber GTA 5 hat natürlich noch viel mehr für euch zu bieten, unter anderem die sogenannten Fremden- und Freaks-Missionen, in denen ihr auf skurrile Figuren wie hier Beverly trefft, einen Paparazzo, der den Promis hinterher schnüffelt. Auch diese Missionen können im Regelfall nur von bestimmten Charakteren angenommen werden, in diesem Fall hier eben von Franklin. Diese Missionen oder auch Missionsreihen sind ziemlich umfangreich und sowohl was das Missionsdesign angeht, aber vor allem auch was den Humor angeht, besonders unterhaltsam. Von diesen Fremden und Freaks gibt es so einige im Spiel, unter anderem auch ein britisches Ehepaar, für das ihr verschiedene Beutestücke von Prominenten besorgen sollt. Oder hier einen Extremsportler, für den ihr zunächst mit dem Fallschirm abspringt und dann Offroad mit dem Mountainbike den Berg hinunterrast. Besonders skurril wird es auf dem Land. Da wird nämlich nicht unbedingt nur nach Wild gejagt, sondern auch mal nach den Autoreifen der vorbeifahrenden Leute. Natürlich könnt ihr später auch noch richtig in den Wäldern jagen gehen. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das sogar stundenlang treiben. An der vielleicht größten Stärke der Reihe ändert sich auch mit dem fünften Teil nichts und das sind die äußerst skurrilen Begegnungen und die umfangreichen, geschliffenen und äußerst humorvollen Dialoge. Is that how you greet your mother, Trevor? I didn't know they let you out. Besonders für Lacher gut ist natürlich der etwas durchgeknallte Trevor. Nicht nur was seine Aktionen angeht, sondern auch das, was er so den lieben langen Tag von sich gibt. So habt ihr zum Beispiel eine relativ lange Autofahrt nach Los Santos vor euch und Trevor erzählt seinem Hinterwäldlerfreund Wade eine nette kleine Geschichte, die uns immer wieder vom Straßenverkehr abgelenkt hat. Durch den unnachahmlichen Humor gelingt es Rockstar North immer wieder, dem Spieler selbst bei bösen Aktionen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Allerdings gibt es Ausnahmen, bei denen die Entwickler vielleicht ein bisschen überziehen. Wenn euch das noch nicht reicht, könnt ihr in der offenen Spielwelt natürlich noch viel mehr anfangen. Entsprechendes Budget vorausgesetzt, seid ihr zum Beispiel in der Lage, verschiedene Immobilien zu erwerben, womit ihr entweder Einnahmen generiert oder auch hier und da weitere Zusatzmissionen oder andere Minispiele freischaltet. Und natürlich könnt ihr auch diversen Freizeitbeschäftigungen und Hobbys nachgehen. Zum Beispiel geht ihr hier in der Wüste einfach in die Kneipe und spielt eine Runde Dart. Ihr könnt euch aber natürlich auch sportlich betätigen und zum Beispiel an mehreren Triathlons im Spiel teilnehmen oder auch ein Ründchen Tennis spielen. Und natürlich könnt ihr auch diverse Rennen on- und offroad oder wie hier in diesem Fall auf dem Wasser bewältigen. Was uns daran allerdings gestört hat, sie sind vollkommen herausforderungslos, denn jedes dieser Rennen haben wir problemlos im Schlaf gewonnen. Schon allein deshalb sind wir froh, wenn am 1. Oktober GTA Online startet und wir uns mit bis zu 15 Gegenspielern messen dürfen. Left.
Nicht zuletzt auf die Online-Rennen freuen könnt ihr euch deshalb, weil Rockstar Games sich ein Herz genommen hat und die Fahrzeugphysik aus GTA 4 deutlich verbessert hat. War die nämlich im Vorgänger noch reichlich schwammig, ist sie jetzt deutlich besser gelungen. Jedes Fahrzeug fährt sich außerdem deutlich anders und auch der Untergrund macht einen deutlichen Unterschied, während ihr darüber rast. Wer bei dem ganzen Trubel ein bisschen Entspannung sucht, der kann sich auch bei einem Yoga-Trainer melden und dann ein paar kleine Atemübungen vollziehen und sich mühsam verrenken. Pilates gibt es übrigens nicht im Spiel. Unterhaltsam sind auch die vielen kleinen Challenges im Spiel, wie zum Beispiel in der Flugschule oder hier am Schießstand bei Ammunition. Wer will, kann sich aber auch frei nach amerikanischem Vorbild stundenlang vor die Glotze legen und einfach mal schauen, was das öffentlich-rechtliche Programm so alles hergibt. Oder ihr stattet dem Internet einen Besuch ab, geht shoppen oder schaut einfach mal, wie euer Kontostand gerade aussieht. Es ist schier unglaublich, was die Entwickler den Spielern an Freizeitbeschäftigungen offerieren. Denn ihr könnt zum Beispiel auch ins Kino gehen und andere Unternehmungen entweder alleine oder auch mit Ingame-Freunden unternehmen. Außerdem dürft ihr auch noch eure Fahrzeuge und Charaktere umfangreich individualisieren. So könnt ihr zum Beispiel hier mit dem Auto in die Garage fahren, die Motorenleistung verbessern, das Fahrzeug panzern, tiefer legen oder auch dafür sorgen, dass die Reifen zukünftig nicht mehr schwarz, sondern blau qualmen. Auch optisches Tuning ist über die Farbe hinaus in begrenztem Maße für jedes Auto möglich. Individualisieren könnt ihr aber auch eure Waffen, indem ihr zum Beispiel dem Scharfschützengewehr ein besseres Visier verpasst oder eure Pistole mit einer Lampe ausstattet. Gut finden wir übrigens, dass uns die Waffen beim teuren Krankenhausbesuch nicht mehr abgenommen werden. Stattdessen behaltet ihr alles und könnt auch alle gekauften Waffen zugleich bei euch tragen. Die Charaktere selbst wiederum individualisiert ihr, indem ihr ihnen Klamotten kauft und sie regelmäßig umzieht. Oder ihr geht zum Friseur, legt einen Bart an oder ändert eben die Haarpracht. Freunde des Körperschmucks, wenn es sein muss, auch auf Bierbauch, kommen im Tattoo-Studio auf ihre Kosten und können zum Beispiel dem irren Trevor ein passendes Ding auf den Bauch oder die Brust setzen. Zur technischen Umsetzung brauchen wir bei dem, was ihr bisher in diesem Video gesehen habt, sicherlich nichts mehr zu sagen. Denn Rockstar North gelingt es tatsächlich, das schon gut aussehende GTA 4 noch einmal deutlich zu übertreffen. Es gibt zwar Pop-ups, aber die halten sich doch deutlich in Grenzen und die Texturqualität ist erstaunlich hoch. GTA 5 folgt konsequent der Spur, den die Reihe seit GTA 3 eingeschlagen hat, vergrößert allerdings den Komfort und auch die Vielfalt bei den Missionsabläufen. Und auch das Feature mit den drei Charakteren finden wir trotz der Einschränkungen, die Rockstar Games verhängt, richtig gut. Die Spielwelt ist vielfältig und brillant und picke, packe voll. Und zwar mit sinnvollen Sachen und nicht mit irgendeinem Schmarrn, den keiner braucht. Und technisch gehört das Ganze zweifellos zu den besten Spielen auf dieser Konsolengeneration. Überzeugt hat uns nicht zuletzt auch der Humor des Spiels, der allgegenwärtig ist, ob im Radio, auf Werbetafeln oder in den unzähligen Dialogen. Zudem ist die Action satt und die Story wirklich gut. GTA 5 ist eindeutig ein Meisterwerk geworden. Alle weiteren wichtigen Infos zum Spiel sowie unseren großen Testbericht findet ihr wie üblich auf gamersglobal.de.